Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück zum Interviewstudio exklusiv von der Dokumi. Und nach einem sehr gut verlaufenden Run, muss man sagen, also ich habe schon Schlimmeres gesehen, ne? Also da erinnere ich mich an was. Hast du da schon was Gutes abgeliefert? Wie würdest du den Run denn selber beschreiben? Bist du zufrieden? Besser geht immer, aber ja, doch, dass alles so im First Try alles geklappt hat, fand ich doch ganz gut, ja. Gerade die goldene Magier Tower Challenge, also Gratulation, dass du sie geschafft hast. Also da gab es auch schon einige Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Als kurze Information für die Leute, die noch nicht darüber informiert sind. Wir hatten vor kurzer Zeit ein Zack vs. German Event, wo wir genau dieses Game in Any% gespeedrunnt haben. Da waren dann, ich glaube, 4 gegen 4. Und die haben versucht, das Game so schnell wie möglich dann durchzuspielen mit einer kurzen Introduction von unserem lieben Goyo Chris hier. Und es war Chaos. Und gerade diese Tower-Platforming-Part für den goldenen Zauberer zu bekommen, war halt ein absolutes Problem. Aber das hat ja echt super funktioniert. Also, top Job. Wirst du den Run submitten? Ja, auf jeden Fall. Klar. War ein guter Run. Besser als meine PB. World Record ist, glaube ich, 30 Minuten, ein paar zerquetscht. Das sind halt Kleinigkeiten, die da halt tatsächlich noch fehlen. Ich habe jetzt auch vieles auf Sicherheit gespielt. Also gerade so der goldene Ritter, habt ihr ja gesehen, da bin ich immer wieder zurückgegangen. Normal muss man da ein bisschen mehr cocky reingehen und einfach draufklatschen. Und wenn man halt stirbt, ist halt Pech, dann startet man den Run halt neu. Aber das geht ja jetzt hier nicht, deswegen lieber sicher. Und dann kann man auch da noch die letzten paar Minuten wegfeilen. Also All Gales Glitchless ist nochmal, ja auch, ne, sagt ja auch Z, nochmal ganz anders als der Any% Run. Eine ganz andere Route. Aber man sieht halt viel vom Spiel, gerade die Ritterprüfung, die Musik ist fetzig. Und ja, macht einfach Spaß. Hast du denn in nächster Zeit auch nochmal vor irgendein anderes Game? Hast du da irgendwas in Aussicht, was du Speedrun möchtest? Möchtest du es uns teilen? Möchtest du schon spoilern? Kann ich gerne machen. Ich practice gerade. Ich habe auch mal einen Run submitted. Chip und Chap, Rescue Rangers, auch auf dem NES. Genau, da bin ich gerade dran. Das ist solide. Also ist natürlich immer, geht immer besser, aber auf dem Niveau will ich gar nicht anfangen. Aber genau, also da bin ich jetzt gerade dran. Und ansonsten halt Dead Cells, wobei da Speedruns mit Seed basiert immer. Ich bin halt kein Freund von RNG in Spielen oder zumindest minimal. Von daher, da immer mal so ein bisschen gucken. Aber Chip und Chap ist so das nächste große Projekt. Und Wizard and Warriors hat ja noch mehr Kategorien. Also, Wizard and Warriors 3 war es, ne? Ja. Gerne mal reinziehen. Also das ist, nein, es gibt manchmal ein paar Problemchen damit. Aber an sich ist das ein super Anfänger-Game und wir als German und Zack bzw. Cool Chris selber können euch da gerne unterstützen, wenn ihr da mal Lust habt, da reinzukommen. Ist auch eigentlich ziemlich einfach zu setupen. Ihr könnt da ziemlich schnell auch entsprechend loslegen, also absolut gerne mitmachen. Bei Tipps auch einfach mich anschreiben. Discord, kein Problem. Ja, dafür haben wir auch den German Discord, den ihr immer joinen könnt. Was ihr aber auch machen könnt, hier unten links, bei euch unten rechts, da ist ein Spendentracker. Ne? Wir sammeln immer noch für den guten Zweck. Und wenn ihr die Nachricht gerne vorgelesen haben wollt, schreibt was in den Tracker rein. Host liest das für euch vor, ihr helft. Und ja, es gibt auch noch ein Incentive. Am Ende des Tages, ne, ich glaube, A Link to the Past, da kann man den Filename bzw. den Namen eingeben. Es sind 3x4 Characters. Also wenn ihr da noch irgendwie das beeinflussen möchtet, könnt ihr das gerne mit reinschreiben, ne? Also da sind wir immer entsprechend offen für alles. Gibt es sonst noch irgendwas von dir, was du gerne mitteilen möchtest? Irgendwas Neues, was kommen wird, was promoten? Nochmal Werbung für Zack machen? Ich mache nicht Werbung für Zack, aber generell für Speedrun, Leute. Egal welches Spiel ihr gerne spielt, tut es und submittet einfach mal einen Run. Man muss ja nicht immer direkt einen Weltrekord auf die Beine stellen. Ist ja auch scheißegal, wenn ihr 365. seid. Aber probiert es einfach aus. Man ist da, der eigene Perfektionismus steht einem da meistens selbst im Weg, das einfach mal zu machen. Einfach ein Spiel spielen, mal einen Timer starten und gucken, wie schnell man ist. Und dann fängt man an, sich selber verbessern zu wollen und einfach submitten. Einfach machen. Kostet nichts und kann sehr, sehr viel Spaß machen. Und die Community ist einfach genial. Sehe ich genauso. Eine letzte Frage habe ich. Wenn du durch eine Stadt fahren würdest mit einem Kollegen von dir, und hinter dir ist auf einmal, liegt ein Typ auf dem Boden blutig und ist bewusstlos. Was tust du? Anhalten, ihn auf die Schulter nehmen und ins MD bringen, Bruder.
Vorher aber mal ein Auto flippen, ne? Das Auto flippen war vor dir. Ich hab nichts gemacht. Das ist ein Insider. Wer Interesse dran hat, kann uns gerne mal anschreiben. Das war einfach ein super toller Tag. Aber das wollte ich jetzt einfach mal hier reinbringen. Danke, Kugel Chris, für deinen super Run. Und ansonsten, wenn was ist, könnt ihr ihn anschreiben, könnt uns anschreiben. Und zurück ins Studio.